So, und jetzt geht's weiter. Und jetzt stellt uns der liebe nette Mann hier, der Sünd, uns die Frage. Du bist wegen Kasumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Ja. Sag mir, bist du ein Sünd? Woher soll ich das wissen? Sarkastisch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Sünd. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein menschliches Wesen, kein Sünd. Bist du sicher? Ich will dich nicht ausfragen, aber was ist deine erste Erinnerung? Antworte du erstmal, ich war bei meiner Familie, geht dich nichts an, der Tag, an dem die Bomben fielen. Ich weiß noch, ich war in meinem Haus, als die Bomben fielen. Wir rannten zum Vault, wurden eingefroren. Nur ich habe überlebt. Und davor war nichts. Nur ein einziger Tag, dann wachst du alleine auf. Wir nehmen die gegebenen Dinge schnell als wahr hin. Oder ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche dir, wir akzeptieren dich ganz gleich, wofür du dich entscheidest. Ich bin kein Sünd, danke. Erspar mir den Vortrag. Wo ist Kasumi? Danke. Ich bin mal nett. Danke. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Freut mich zu hören. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern, Faraday und Chase, vor. Ich bin sicher, du willst mit Kasumi sprechen. Sie arbeitet normalerweise unten. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ich bin beim Institut Arcadia gehen, alle in Arcadia sind. Ich bin beim Institut. Ja. Ich werde es dir direkt sagen, Dima. Ich bin beim Institut. Das ist ziemlich ehrlich von dir. Ich bin es gewohnt, dass das Institut aus den Schatten zuschlägt. Ich sage nur so viel. Ich bin nicht dein Feind. Ich möchte nur in Frieden mit meinen Leuten hier leben. Erschließt sich dir als Wissenschaftler nicht der Wert von unabhängigen Synths? Du hast hier die Chance zu sehen, wie wunderbar das sein könnte. Du musst nichts tun. Erzähl einfach nur deinen Forscherkollegen nichts von uns. Friedlich zurückkehren. Ich denke über dein Angebot noch, Geek. Ich halte es geheim. Gut, ich halte es erstmal geheim. Danke. Okay, gibt es sonst noch was, das ich für dich tun kann? Was ist deine Geschichte? Alle in Arcadia sind Alle hier in Synths. Arcadia sind also Synths? Ja, entweder waren sie geflohen und wir konnten sie vor dem Institut finden, oder sie waren Opfer einer Gedächtnislöschung. Und wir haben ihnen die Wahrheit über sie offenbart. Arcadia? Erzähl mir mehr über diesen Ort, Arcadia. Ich will bloß so viele Synths wie möglich hierher holen, um ihnen die Chance zu geben, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Ansonsten wollen wir nur in Frieden leben. Ich habe keine Expansionspläne. Unser Leben genügt so, wie es ist. Gibt es sonst noch was? Was ist deine Geschichte? Wer Das bist will ich auch du? wissen. Was ist deine Geschichte? Ich bin vor über 100 Jahren auf die Insel gekommen, um mich vor meinen Schöpfern zu verstecken, dem Institut. Aber nach meiner Flucht hatte ich nichts mehr. Keine festen Aufgaben, keine falschen Erinnerungen. Ich habe ein Jahr nur in einer Höhle gesessen. Eines Tages erkannte ich, dass ich vielleicht selbst entscheiden sollte, was ich tue und wer ich bin. Das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Gibt es sonst noch was? Nee, alles gut. Und ich finde es auch toll, dass der so nett zu mir ist. Ich sollte losgehen. Aber sicher. Vielleicht warst du nicht lange da drin. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Manchmal glaube ich, du machst dir zu wenig Sorgen. Du weißt, wir haben allein diese Woche 3 Relais rausgehauen. Ich komm rein. Bleib, wo du bist. Das ist auch ein Sinn. Okay, gut. Ach, da kann ich jetzt zu Kasumi gehen, oder was? Bevor dieser Blödsinn mit den Atomspinnern losging. Um sie musst du dir keine Gedanken machen. Es geht nicht um sie. Ich sorge mich um sie. Du kannst nicht alle Probleme der Welt lösen. Schon gar nicht auf einmal. Liebster Faraday,
ganz ruhig. Alles wird gut. Die haben sich gerne wie so eine Familie. Gut, das zu hören. Ich nehme hier gleich alles. Ich nehme hier gleich die ganze Bude auseinander und nehme alles mit. Ja, ich darf das. Ich bin ja nur ein Besucher. Okay. Gut, ich komme in Frieden, ne? Hier voll viel Geräte. Voll viele Geräte. Da kann der Lagerschlüssel. Yeah. Ich stippitz mir den mal. Nee, ich sag nix. Der gehört jetzt mir. Was ist hier das Lager? Da komme ich nicht auf. Okay. Aber wer es noch nicht gecheckt hat, mein Charakter heißt Kratos. Also, falls wer dabei ist, der sich die ganze Zeit denkt, wer ist Kratos? Ich bin natürlich Kratos. Du weißt, wieso wir hier sind. So. Superkleber, der labert hier weiter. Kronkorken. Bisschen Licht anmachen. Dann wirkt es hier ein bisschen vertrauter. Alter, haben die hier viel Money. Das gefällt mir. Antiker Globus. Ich brauche keinen antiken Globus. Radio. Nice. Freddy's Terminal. Nee, ich mach das jetzt nicht. Nicht, dass der dann sauer auf mich ist. Ich nehme hier eh schon alles mit. Ohne zu fragen. Also von ihm her ist nicht nett. Hier ist so eine Turbine. Cool, eine Couch. Zum Hinhauen. Blast Radius Brettspiel. Nee, brauche ich nicht. So, jetzt aber. Das war's hoffentlich. Ich speichere noch mal schnell kurz ab. Und wir gehen mal zu Kasumi. Oder zum Lager. Ich weiß nicht mal, wo es ist. Hierher verfolgt. Ich bin beeindruckt. Ach, das ist Case. Vielleicht okay. Nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich. Aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Du hättest es besser machen können. Sarkastisch. Nicht überzeugt. Will sie in Sicherheit. Ich wollte mich persönlich überzeugen, dass sie in Sicherheit ist. Ich gebe dir mein Wort. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen. Komme, was wolle. Verstanden? Ja, aber blöde Frage, wo sind denn überhaupt die ganzen Synths? Wie findest du sie und... Wie findest du Synths und bringst sie hierher? Ich habe überall in der Gegend Kontakte. Einige aus meiner Zeit Kontakte. Beim Institut, einige aus der Zeit danach. Ist ich klar. Kenne die Taktiken des Instituts. Das nutze ich zu meinem Vorteil. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Würde dir gerne helfen, deine Geschichte. Also, was ist deine Geschichte? Ich war mal ein Runner und habe aus dem Institut geflohene Synths zurückgebracht. Ich habe einen Synth gesucht und fand stattdessen Dima. Er hat mir die Wahrheit und die Fehler meines Handelns gezeigt. Ich habe mich vom Institut losgesagt, dafür gesorgt, dass sie mich nicht finden und mein Leben der Freiheit der Synths gewidmet. Würde gern helfen. Dann bekomme ich wieder ein paar Missionen. Was sagt die noch über Arcadia? Dima hat dir gesagt, was du wissen musst. Es ist so sicher, wie wir es hinkriegen. Mit jedem geretteten Synth können wir uns noch besser verteidigen. Ich würde euch gern helfen. Kann ich irgendwas tun? Also, nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Welches Problem? Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Nicht nur da. Bist du dafür gut gerüstet? Ich bin sehr gut gerüstet. Wo ist das Problem? Kommt drauf an, ein andermal, ich höre. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem?
Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Eine Ahnung, sarkastisch. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Du solltest erst einmal mit Brooks in Fahaber reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Sprich mit Brooks, okay. Nochmal eine neue Aufgabe, genau. Sauberer grauer Anzug, aha. Okay. Schön, toll. Nice. Und jetzt gehen wir mal zu Kasumi. Ich weiß schon, wir reden hier die ganze Zeit rum. Die ganzen Leute. Ach, hier ist mal ein Nuka-Cola-Automat. Kein Wim-Automat. Was okay. Ist denn? Nix. Würde gern helfen, nix ist. Geht's denn hier runter? Ist das ein Lager? What's that? Okay, hier geht's weiter, aber ich gehe erstmal oben und schau da alles durch. Okay. Hä? Ach so, doch, ich bin schon richtig. Ich nehme an, dass du nicht lange bleiben. Krass. So voll hier ausgerüstet. Krass. Cool. Ja, nice. Du hast also einen Großteil unserer Insel gesehen? Was sagst du dazu? Was denkst du? Sarkastisch, Drecksloch, gedreckt. Ganz eigene Schönheit. Was denkst du? Du lebst doch hier. Was denkst du über die Insel? Nun, ich finde sie sehr interessant. Diese Insel mit all ihren Gefahren und Schönheiten ist älter als du und ich. Das Ökosystem ist nicht mehr so wie früher, aber es hat sich angepasst und es wird sich weiter anpassen, lange nachdem wir verschwunden sind. Was auf lange Sicht wichtig ist, wir müssen es verstehen. Und dann müssen wir dieses Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Details, sarkastisch, Zeitverschwendung, hehres Ziel. Was genau machst du hier? Ich tue so viel ich kann mit meinen begrenzten Ressourcen. Ich katalogisiere Tiere, beobachte evolutionäre Entwicklung und stelle Daten für zukünftige Generationen zusammen. Ach ja, ich bin zwar keine Experte in menschlicher Anatomie, aber sicher deine beste Chance auf medizinische Hilfe, falls du welche brauchst. Da Dima dich akzeptiert hat, bin ich gerne bereit zu helfen. Egal. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Ich möchte helfen, wie komme ich da auch wieder vor so Jobs? Ich helfe dir gern bei deiner Forschung. Oh nun, wie nett von dir. Okay. Was könntest du für uns tun? Auf dieser Insel gibt es eine Blume. Eine Astersorte. Die hat erstaunlich gut überlebt. Sie hat nicht mehr diese leuchtende Farbe wie früher, soviel ich weiß. Wie noch vor dem Krieg. Ich persönlich mag sie sehr. Aber in letzter Zeit habe ich ihre chemischen Zusatzeigenschaften untersucht. Wenn du mir ein paar neue Proben besorgen würdest, käme meine Forschung schneller voran. Okay. Ich kann dir ein paar Kronkorken anbieten, wenn es das für dich interessanter macht. Blumen für dich. Ich suche noch. Was soll das alles? Ich habe hier Blumen für dich. Genau, wonach ich gesucht habe. Wie versprochen. Deine Kronkorken. Die waren vor Arcadia. Das waren die Dinger. Und die sagt, sie braucht die. Obwohl die selber anpflanzen. Wie dumm ist die? Die Logik, Mann. Leute, ich habe die Blumen, die habe ich vor der Haustür geerntet. Die Logik. Aber egal, ich habe jetzt dafür Kohle bekommen und ja. Und ich sehe schon wieder, die Zeit vergeht so schnell. Bis zur nächsten Folge, es sind schon wieder 15 Minuten um. Und ja, lasst wieder ein Like da. Bis zur nächsten Folge und dann reden wir hier mit Kork.